Sie wissen nicht, wer Axel Munthe ist. Den schönsten Mann aller Zeiten? Ach, das ist beinahe unverzeihlich, Milady. Er hat den blondesten Spitzbart der Welt. Und vor 6 Jahren ist er noch in ausgefransten Hosen herumgelaufen. Kann er hat geheimnisvolle Kräfte. Und ist damit schwer reich geworden. Wenn du gehen willst, dann geh lieber sofort. Ich verbitte mir diese Frechheit. Sie werden sich bei mir entschuldigen. Für Ihre unglaubliche Eigenmächtigkeit. Warum läufst du denn weg? Warum? Warum? Wie war Ihr Name doch gleich? Munthe. Ach, Munthe, richtig. Ja, dieser verrückte Schwede, Signor, der ein bisschen gleich, ein bisschen verdreht war. Ja, ich komme. Bitte. Jeden hätte ich hier erwartet, aber Sie nicht. Oh, ja. Diese Frau hat die Cholera! Hier, schaut her, ich bin der Arzt! Dasselbe Idiot, der schuld ist, dass ihr frei seid, verflucht nochmal! Das ist der Dottore, ich kenne ihn. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir nicht verreckt sind. Wenn man mich einmal fragen würde, was die glücklichste Zeit in meinem Leben war, müsste ich antworten, die Cholera. Ja, Sie noch etwas fühlen, wird es nie zu spät sein.